Ja, und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Video. Und heute spiele ich Planet Side 2. Ich habe auch heute Black Ops 3 gespielt, aber wir machen heute noch Planet Side 2. Und ich erzähle euch heute, wie man Granaten wirft. Und zwar, oder generell, ich erzähle euch ein paar Tipps, sagen wir so. Und die erste ist mit Granate. Ich spiele zum Beispiel jetzt auf R1 mit Schießen. Und das heißt, wenn ihr auf R1 und L1 spielt, das heißt L1 zielen und R1 schießen, dann müsst ihr R2 und L2 zusammen, also gleichzeitig drücken, und dann wirft ihr Granate, so wie ich jetzt gerade da. Und wenn ihr R2 schießen spielt und L2, dann müsst ihr R1 und L1 zusammendrücken und dann wirft ihr auch Granate quasi. Ist genau, also immer andersherum. So, der zweite Tipp kann ich euch mal im Waffenguide geben. Waffenguide werde ich nur bei Planet Side 2 machen, nicht bei COD, nicht bei Battlefield. Sollte schon jeder seine eigenen Klassen wissen, aber hier kann man es schon erzählen, weil hier sowieso aber 1000 Spieler. Und am besten, wenn ihr Team Blau seid, nehmt ihr die Blitz GD 10 und ihr könnt eure Aufsätze selbst wählen, aber ich empfehle euch das Thermalvisier, also Zielfernrohr HSV NV1, also einmal. Und ich habe hier einmal Bewegungssensor, ich glaube es hat jeder direkt drinne. Und die Klasse ist ganz gut, weil, und ihr müsst ja, genau, ihr müsst auch noch die Klasse von den MP, müsst ihr auf Spion spielen. Weil ihr könnt dann euch hinter die Gegner schleichen. Ihr macht euch quasi unsichtbar, läuft hinter den Gegnern, weil man sieht das nicht so gut, wenn die unsichtbar sind. Dann könnt ihr die halt von hinten abschießen. Ja, was könnte ich euch noch einen Tipp geben? Ich bin gerade am überlegen. Okay, der nächste Tipp wird gleich kommen. So, mein letzter Tipp ist, bleibt immer in Deckung und versucht, die Gegner von hinten zu killen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Positivwertung da. Bis zum nächsten Video. Haut rein.